Luca Marcella von der Spielvereinigung Unterhaching hält sich fit im eigenen Wohnzimmer. Der Linksaußen funktioniert da kurzerhand die Getränkekiste zum Fitnessgerät um. Aber auch der Ball am Fuß darf natürlich nicht fehlen. Die Sportler sind sich der Verantwortung bewusst und bleiben zu Hause. Auch beim TSV 1860 München ist der Trainingsbetrieb vorerst komplett eingestellt. Der Löwengeschäftsführer Günther Gorenzel appelliert an alle, die Situation ernst zu nehmen. Das wichtigste Spiel findet jetzt gerade statt. Und es findet nicht am grünen Rasen draußen statt. Es findet nicht hier an der Taktiktafel statt, sondern es findet momentan in unserer Gesellschaft statt. Und ich bitte jeden Einzelnen von euch, dieses Spiel ernst zu nehmen. Es ist das wichtigste Spiel, um gesellschaftlich, im Privatleben und im Berufsleben wieder möglichst zeitnah zu einer Normalität zurückkehren zu können. Und ganz wichtig, regelmäßig und vor allem lange genug Hände waschen. Wie das geht, machen Linette Behrensten und Jacinta Weimar von den FC Bayern Frauen vor. Wie in schlechte Zeiten zueinander sehen. FC Bayern, deutsche Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Wie praktisch, dass der Refrain der FC Bayern-Hymne Stern des Südens genau 20 Sekunden lang ist.